Mahlzeit zusammen. Heute ein sehr kurzes Mini-Unboxing. Ich freue mich riesig. Ich weiß nicht, was drin ist. Und ich werde es euch jetzt mal zeigen. Gratisbeigabe, Mini-Wunderkerzen und siehe da. Neuheit 2014, die Leslie Celebration Cracker XXL mit 96 Gramm NEM. Und meine Hand drauf. Sind schon recht groß. Ah, scheiß Teaserfinger an der Seite. Einen Moment. So. Da ist der schöne Teil. Geil, oder? Davon habe ich zwei Stück bestellt. Werde ich natürlich auch möglichst bald testen und auch messen. Vielleicht im Vergleich dann einfach zu einem Nico Knallgurt. Ich denke mal, dass der Knallgurt gewinnen wird. Aber trotzdem denke ich mal relativ spannend. Die Verarbeitung, naja, hier recht weich, ne? Hier am Ende. Da geht es einigermaßen. Ich weiß gar nicht, wie viel Schuss das insgesamt sind. Ich bin auch zu faul, das zu zählen. Aber ja, endlich sehe ich die Teile mal in echt. Und wie gesagt, ich werde mich bemühen, dass ich auch möglichst bald die zünde. Dann habe ich als nächstes noch, wie gesagt, hier den zweiten davon. Dann habe ich nochmal hier auch neu für mich die Nico Rocket Strike bestellt mit 16 Gramm NEM pro Stück, Leitwertraketen. Ja, bin auch gespannt, wie die so sind. Leitwerkraketen, ein schweres Wort. NEM steht hier irgendwo sicherlich auch. Da an der Seite. Da 47 Gramm, also knapp 16 pro Stück. Nicht ganz. Und hier noch so ein mega cooles Keller, so ein Kellerblister mit ein paar Böllern, Reibkopfknallern und Knatterblitzen, Fröschen. Und ich habe da eben schon mal eingedrückt. Die sind ziemlich hart. Ich stehe sowieso auf Kellerböller, muss ich sagen. Die werden natürlich dann auch getestet. Ich denke mal, dass ich die mit zum Treffen am 31.10. nehmen werde. Hier Sammlertreffen. Da werde ich die dann mal ausgiebig testen und vielleicht dann mal für mich dann Nachschub besorgen. Jo, das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen und ja, ich bin echt gespannt auf den Celebration Cracker. Bis demnächst.